Welcome back to another German Food Review, and it's sandwich time from Steinecke, and that's a whole grain sandwich, or Vollkornstulle in German. Stulle. Stulle is nice, so let's take a look at the thing here. Steinecke, this is a bakery, right? They make bread rolls, cake, and so on. Here it is. That's what you get. No napkin? Oh, there's a napkin. Yeah, usually you get one. Okay. Steinecke Brotmeisterei. Yeah, oh. That's how it looks like. Actually, it looked better in the store, but okay. Yeah, there are 3 slices of cheese on it. And some other stuff, cream or sauce or something like that, and vegetables and lettuce, right? Okay, let's unwrap this thing here. Oh, wow. Uh-huh. Okay, oh, fly, damn. Yeah, that's how it looks like. Is that healthy or not? I mean, it doesn't look that tasty, right? There's tastier looking bread, but okay. I thought let's go with whole grain and let's do something here. And I got a coffee from Balzac, and again, yeah, not the best service. First of all, out of large cups, right? And so I had to take this one. It's a medium size, and that's much smaller. This here is a Starbucks cup, but this is the same size as the Balzac large cup, and you just pay 20 cents more for the extra stuff here. So yeah, not a lot of caffeine, but there are 2 extra shots in it, right? Not the best service, but okay. And those cups are not watertight. That's really bad for transporting. Really, really bad. Anyway, let's do a thumbnail here, and then it's eating time. The coffee is excellent, right? That's why I bought the stuff. Anyway, so that will be the thumbnail. Okay, and first of all, a sip of coffee. Yeah, there are 2 extra shots in it. We'll show you the bill in a second. Nice and dark, fruity extra shots. Prost. Yeah, and the coffee is just nice. Really, that's a good one. It's a good one. So, House Blend 255, I think they have increased the price, and espresso shots 2 times, fruity, so in total 375, and you don't get a cup that's watertight. That's really bad, man. Also, this sleeve here looks really cheap. Yeah, should be better. Okay, here you can see it, right? Not the best quality somehow, but the coffee is nice. Okay, this sandwich, 2 euro and 20, Vollkornstulle mit Käse, whole grain sandwich with cheese. Okay, Steinecke, that's a shopping center called Boulevard Berlin, I think. Anyway, let's taste it, right? It's a little cold still. I waited a bit, but it's still a little cold. Okay, cheese, right here. No. Okay. Yeah, whole grain bread is not for me, I think. There's definitely tastier bread out there. It also has a strange consistency. But something is quite tasty. I think it's the sauce. Tastes like eggs bread. Here we go. Maybe it's a cheese. But yeah, the bread is average. Not sure. Maybe this one is older, but actually it looks okay. I mean, the lettuce looks quite fresh. How do you like whole grain bread? There's ugly pieces inside. Here you go. That's not for me. Hm.
Yeah, it's still quite tasty because of the sauce, right? But I want tastier bread. Here we go. I wouldn't buy this again. Sorry, Steinecker. The other bread they offer looks really tasty, at least from a distance. But also this one looked better. Oh, average. But the filling is okay. The sauce is nice. That's the only good thing here. And the cheese is, of course, nice. Yeah, why two extra shots? More caffeine, more flavor. This coffee is not bitter at all, right? It's really a good one, but unfortunately the service is not so great. Yeah, you can't beat Starbucks in terms of service, it seems. Whatever. Here we go. But they want the same amount of money. Very close, right? Okay, two ratings, one for the bread, one for the filling, because the filling is quite tasty, but I don't want to give a thumbs up for this bread, for the sandwich. So, the filling is a thumbs up, the bread is 99%. I wouldn't buy this again. I don't know what's wrong here. Maybe I just don't like it. But I like the sauce and the cheese. Good mixture, but the bread is weird. Coffee is excellent. Thumbs up for the coffee, 99% for the service. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein ne Vollkornstulle. Sagt ihr auch Stulle? Hier steht Stulle auf dem, wo ist denn der jetzt hin? Hier. Vollkornstulle mit Käse, 2,20 € von Steineckes Heidebrot. Okay, Backstube. In der Schlossstraße 7 bis 10, das ist Boulevard Berlin, glaube ich. So ein Shoppingcenter, aber da ist alles voller Shoppingcenter. Zentren, wie auch immer. Ich habe 220 € bar bezahlt, das ist interessant. Okay, ja, eine Vollkornstulle. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich Vollkorn in den Kommentaren gelesen, habe ich mal eine Vollkornstulle gekauft und bereue es jetzt schon. Zumindest die hier. Ja, es sah eigentlich ganz lecker aus vom Weiten so. Das liegt da halt so drin, eingepackt in so ein Papier hier. Ganz schick eigentlich. Und sah ganz lecker aus irgendwie, aber ich weiß nicht, jetzt sieht es irgendwie nicht mehr so lecker aus. Ja, da ist Käse drauf. Das könnt ihr euch schon denken, wie der ist. Aber es geht ja vor allen Dingen um Brotgeschmack. Man möchte ja auch richtig leckeren Brotgeschmack zu dem Käsegeschmack haben. Aber hier ist noch eine Soße drauf. Und die ist nice, das sage ich schon mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich so komisch an. Ja, das bekommt man jedenfalls. Da ist Käse drauf, drei Scheibchen waren da drauf. Ein bisschen Gemüse, was auch immer das Rote. Was ist das Rote hier? Bitte fokussieren, Kollege. Ein bisschen Salat. Ich glaube, eine Gurke war noch drauf und so. Ja, ich werde mal abbeißen. Here we go. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es nicht das Frischste oder so. Fühlt sich komisch an. Und schmeckt auch nicht so lecker. Das Sandwich selber schmeckt schon. Denn der Käse und die Soße sind gut. Aber dieses ugly Brot hier gefällt mir nicht. Ja, ich kaufe kein Vollkornbrot nochmal. Das fühlt sich auch so komisch an beim Kauen. Fällt so komisch auseinander, bröckelt so. Ist nicht fluffy. Ja, soll das gesund sein? Ja, bestimmt der Käse nicht, oder? Keine Ahnung. Aber das schmeckt mir nicht. Das Brot meine ich. Der Käse ist schon lecker. Hier ist so ein ganz lecker Geschmack dabei. Schmeckt so wie ein Eiersalat oder so. Keine Ahnung, was das für eine Soße ist, aber es schmeckt halt so wie ein Eiersalat. Wird aber eigentlich nicht, oder? Here we go. Ah, das Brot ist aber trotzdem nicht so nice. Obwohl der Rest, das Brot, was sie da so rumliegen haben, das sah richtig lecker aus. Glänzend und so. Schön dunkel gebacken und dann auch so ein paar hellere dabei. Aber vielleicht ist es alles nur Trickserei, dass da auch lecker aus, als es ist.
Ja, dann habe ich noch einen Kaffee genommen und wieder mal bei Balzac. Ja, da kann man hingehen. Der Kaffee schmeckt auf jeden Fall sehr gut, aber der Service ist meistens nicht so gut. Okay, ja, keine großen Cups mehr da. Muss ich so ein kleines Ding hier nehmen. Ich habe hier einen Starbucks-Becher. Der Balzac-Becher ist genauso groß und man bezahlt nur 20 Cent oder 10 Cent mehr, um diese Größe zu bekommen. Also fehlt eine ganze Menge an Koffein und Geschmack, denn der Kaffee, der ist exzellent, den kann man auf jeden Fall trinken. Hier sind noch zwei Extra-Shots drin. Ja, und dann das nächste Problem, die Dinger sind hier nicht richtig dicht, das läuft hier aus, das ist überhaupt, ja, das ist überhaupt ein No-Go so. Wenn man das transportiert, auf einmal fängt das an zu tropfen. Okay, und man bezahlt trotzdem dafür 3,75. Was ist das denn hier, 3 und 7 Cent? Okay, ja, 60 Cent für den Espresso-Shot, so ist ein bisschen günstiger als bei Starbucks. Und der Houseblend ist der gleiche Preis, glaube ich, wie bei Starbucks Medium ungefähr. Ja, also es ist genauso teuer wie Starbucks, aber der Service ist nicht mal annähernd so gut. Die sind auch meistens überfordert. Irgendwo ist das zu wenig Personal. Aber wie auch immer, wir werden es mal kosten. Prost! Das Zeug schmeckt sehr lecker. Ja, da kann man auch zwei Shots reinhauen. Ist trotzdem nicht bitter oder so und auch nicht so scharf oder röstig. Schmeckt einfach nur smooth. Und das hier gefällt mir nicht so wirklich. Vielleicht war es auch ein bisschen kalt, weil ich habe eine Weile gewartet. Aber ja, es gibt zwei Ratings. Das ist richtig schwer zu kauen, so trocken auch. Nie wieder Vollkornbrot. So nichts drauf. Also am Anfang war es besser, da war noch Soße, aber jetzt ist es richtig trocken. Hier, Vigo. Muss ich Kaffee nachschütten, damit das runtergeht. Prost. Ja, also das Filling, der Käse und so, ich bekomme einen Daumen nach oben, ich gebe mal zwei Ratings. Und eigentlich schmeckt es ja schon so, aber das Ende ist auch furchtbar hier. Und das Brot, jetzt habe ich 99 gegeben, aber eigentlich würde ich weniger geben, es schmeckt mir überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit ist. Ja, würde ich nicht nochmal kaufen. 99% meint, dass ich nicht nochmal kaufen würde, hier, Junge. Entschuldigung, Steinecke. Oder habe ich schon besseres Zeug gegessen? Auch von Steinecke selber. Mega trocken. Okay, Prost. Ich meine, für 3,75 kann man ja wohl einen Becher erwarten, der wenigstens dicht ist, oder? Außerdem sieht das hier billig aus. Ich weiß nicht, der Becher an sich sieht ja ganz gut aus, aber dann verdeckt man es alles mit diesem billigen Ding hier. Ja. Also man könnte noch auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Wie auch immer. Vor allem für den Preis, right? 3,75 ist nicht schon zu günstig. Wie auch immer, das hier habe ich ja schon gesagt, Daumen nach oben und unter 90%. Und der hier bekommt locker einen Daumen nach oben. Kaffee kann man auf jeden Fall trinken, der schmeckt sehr lecker. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.